Also, das teilt die Kanzlerin aus den USA mit. Ich kann jetzt sprechen mit Carsten Brandt, der freundlicherweise zu uns gekommen ist, dem Meteorologen hier aus Bonn. Herr Brandt, Sie haben mir vorhin erzählt, Sie haben auch aktuelle Informationen. Ja. Ich meine, 9a Ahrweiler, das Ahrtal ist nicht weit von uns. Wir sind da besonders betroffen und schauen besonders hin. Ja. Welche Informationen haben Sie über die aktuelle Lage dort? Ich bin da sehr, sehr häufig. Das ist ja auch ein sehr romantisches Gebiet. Und umso schlimmer ist das, wenn man das sieht. Ich habe eben im Radio gehört, beim Lokal, wie die Bürgermeisterin von Ahrweiler, Cornelia Weigand, aktuell um Hilfe ruft. Das muss man wirklich so sagen. Sie ist auf den Berg gestiegen, weil das Handynetz unten nicht funktioniert und versucht dort zu koordinieren. In einem Live-Gespräch auf dem Radiosender bittet sie um Hilfe, schweres Gerät. Es sind immer noch Leute eingeschlossen. Das Gespräch war von einer halben Stunde, 40 Minuten. Es sind immer noch Leute eingeschlossen. Es ist immer noch nicht möglich, in alle Ortschaften dorthin zu gelangen. Man braucht dringend schweres Gerät. Also es ist ein wirklicher Hilferuf. Und ich denke, auch hier über Phoenix sollte man noch mal die entscheidenden Stellen, dass sie dort jetzt noch mehr handeln. Es ist dringender Handlungsbedarf. Man braucht sehr schweres Gerät, um an jeden Ort, in jede Ortschaft heranzukommen. Ja, wir hoffen, dass die Botschaft angekommen ist. Also der Kreis 9a Ahrweiler besonders betroffen. 100 Häuser sollen zerstört worden sein. Sie haben es angedeutet, romantische Ausflugsgegend. Möglicherweise muss dann auch darüber geredet werden, was sich in Deutschland am Katastrophenschutz eventuell ändern muss. Zunächst aber noch mal die Frage an den Meteorologen, der Sie ja sind. Wie konnte das geschehen? Was ist da passiert? Herr Fittkoll, es ist ein historisches Regentief, das muss man einfach so sagen. Das ist also keine normale Wetterlage. Und ich würde uns und die Zuschauerinnen kurz mal einladen, vielleicht, dass wir uns die Wetterkarte auch mal kurz anschauen, im Satellitenbild. Vielleicht können wir das kurz mal einblenden. Da ist es, perfekt. Da sehen wir die Wetterkarte. Wir sehen viele Wolken über Mitteleuropa. Und das Besondere ist, dass wir quasi stehendes Wetter haben. Das heißt, das Tiefdruckgebiet mit diesen vielen Wolken bewegte sich gar nicht. Also Kilometer um Kilometer ist es nur weitergezogen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wenn die Regenwolken, wir kennen das von früher, Regenwolken kommen, ziehen weiter und dann ist es das. Jetzt aber quasi über Tage hinweg ortsfest das Ganze. Schauen wir auf die Regenkarte von vorgestern vielleicht. Die würde ich auch gerne bitte mal sehen, eingeblendet. Das ist die von gestern, aber das spielt schon keine Rolle. Sie ist jetzt spiegelverkehrt. Können wir vielleicht die nächste Karte noch mal sehen? Die ist jetzt auf dem Kopf. Wir haben jetzt, ich höre aus der Regie, wir haben jetzt keine zweite Karte vorliegen. Okay, gut, aber die... da haben wir noch diese Karte. Die war gerade jetzt falsch rum, aber ist nicht so schlimm. Man muss sich vorstellen, dass die Gebiete... die jetzt betroffen waren von diesem Starkregen von über 100 bis teilweise 200 Liter pro Quadratmeter, besonders die Region Ruhrgebiet, Eifel, belgischer Raum auch im Ausland natürlich, Luxemburg, südliche Niederlande, und wie gesagt Rheinland-Pfalz bis ins Saarland, auch die haben diese Hochwasserproblematik durch dieses stehende Wetter. Also das Tiefdruckgebiet Bernd nicht weggezogen, extreme Starkregenereignisse. Vielen Dank bis hierher, sozusagen zu der Wetterlage. Jetzt kommt hier gerade eine aktuelle Meldung rein, die anknüpft an das, was Sie über die Situation im Kreis Ahrweiler geschildert haben. Offenbar ist die Zahl der Todesopfer im Raum Ahrweiler auf 18 angestiegen. Allein in Ahrweiler im Kreis 18 Todesopfer zum jetzigen Zeitpunkt. Insgesamt sind 33 Menschen bisher zu Tode gekommen. Also das bestätigt in gewisser Hinsicht das, was Sie vorhin erzählt haben. Was da passiert ist, ist somit das Schlimmste, was passieren kann. Der Begriff Tsunami passt nicht, weil wir kennen den aus dem Meer. Aber ich möchte den jetzt mal, weil jeder inzwischen in Deutschland weiß, was das ist, eine große Flutwelle. Hier ist eine Flutwelle durchgerauscht. Bis gestern 21, 22 Uhr gab es dort im Bergland drumherum 120, 130 Liter pro Quadratmeter Regen. Da gab es schon Hochwasser, auch in Schuld, über die Orte, die wir jetzt hier sprechen, im Ahrtal, da gab es schon Hochwasser. Aber dann gab es nochmal Starkregen, bis Mitternacht etwa. Und diese 20, 30 Liter, die dann nochmal da drauf gekommen sind, waren sozusagen dann der letzte Tropfen, die dann wie eine Flutwelle durch das Ahrtal gelaufen sind. Die Bürgermeisterin hat gesagt, man hat dort 8 bis 9 Meter Höhe Wasserstand an einigen Stellen gehabt. Stellen Sie sich das vor, es läuft eine Wasserwelle von 8 bis 9 Meter durch diese engen Täler, die wir so romantisch finden, wenn wir da sind und den Wein genießen und wandern gehen und ähnliches.
aber das sind enge Täler. Die Natur sucht sich dann den Weg in so viel Wasser und sucht sich dann den Weg ganz neu. Und dann kann man sich vorstellen, was für ein Drama das ist. Man muss vielleicht noch sagen, wie die Aa normalerweise, welche Dimension sie hat im Sommer. Sie ist vielleicht 3-4 Meter breit und höchstens 3/4 Meter tief, oder? Ein touristisches Gebiet. Die Kinder können spielen im Wasser. So ungefährlich ist das. Es sind wenige Zentimeter Wasser. Man kann in trockenen Sommer mit einfach durchgehen. Und jetzt sowas, ja. Ja, die Solidarität ist groß, die Hilfe auch. Das war der Innenminister von Rheinland-Pfalz. Bei mir im Studio der Meteorologe Carsten Brandt. Jetzt hat es dann im Laufe der Nacht aufgehört zu regnen. Aber damit ist das Problem mitnichten gelöst. Denn das Wasser sucht sich seinen Weg ja irgendwann auch vor allem in den Rhein, oder? So ist das. Das geht ja sozusagen immer ins größere Gewässer hinein. Also es fängt an mit den kleinen Bächen, die über die Ufer getreten sind. Die Aa so als mittelgroßer Fluss. Kühl haben wir eben hier im Beitrag ja gesehen. Auch ein mittelgroßer Fluss. Dann geht es in die Mosel rein. Die Mosel steht vor einem Hochwasser, was man in vielen Wintern nicht hat. Also einen extremen Pegel in Trier, in Cochem. Und dieses große Moselhochwasser, 9 Meter Pegel Trier, das, in Erinnerung, wir haben Juli, ja? Also wir haben nicht Dezember oder Januar. Das ist auch sicherlich schon ein historisches Ereignis. Das Ganze fließt in den Rhein hinein. Und viele Rheinanlieger haben natürlich jetzt große Sorge. Es gibt ein großes Hochwasser am Rhein. Es wird kein Extremhochwasser, aber es ist natürlich für die Jahreszeit, für Juli, äußerst ungewöhnlich. Da haben wir ein sage und schreibe möglicherweise 200-Jahresereignis oder noch älter. So etwas, so ein Pegelstand in Bonn, Köln, Koblenz, Düsseldorf, kennen wir nicht im Juli. Das ist die Zeit des Niedrigwassers. So, und im Sommer rückt man ja auch näher an die Flüsse heran. Das ist auch ein großer wirtschaftlicher Schaden. Viele Campingplätze, Gastronomie, gerade in dieser Corona-Phase, viele machen Urlaub hier. Das ist sehr, sehr traurig und sehr problematisch. Und da kommt eine Flutwelle, die wie ein Winterhochwasser im Sommer. Also man muss den Leuten vielleicht an dieser Stelle noch mal deutlich sagen, wenn sie in der Nähe des Wassers im Moment Urlaub machen oder wenn sie dort wohnen oder wenn sie auf die Idee kommen, da vielleicht hinzugehen und sich das anzugucken, liebe Zuschauer, lassen Sie das bitte sein, denn das Wasser hat eine unglaubliche Gewalt, eine unglaubliche Macht und es sind immer noch Flüsse und größere Bäche in Gefahr. Möglicherweise können da Deiche, können da Dämme brechen. Wenn Sie auf Campingplätzen sind, informieren Sie sich bei den Behörden über die aktuelle Situation und wenn Sie unsicher sind, suchen Sie bitte auf Deutsch gesagt das Weite, denn wie gesagt, das Wasser, haben wir gesehen, hat eine ungeheure Kraft. Liebe Zuschauer, ich habe deshalb die Frage nach der Katastrophenprophylaxe und dem Katastrophenschutz gestellt, weil durchaus auch schon andere in diese Richtung sich geäußert haben. Zum Beispiel die DRK-Chefin, also vom Deutschen Roten Kreuz, Gerda Hasselfeld, hat einen besseren Katastrophenschutz angemahnt. Und darüber wird sicher gesprochen werden müssen. Wie waren die Reaktionen der Behörden? Ich meine jetzt nicht nur der Menschen, die dann für andere Menschen da sind vor Ort, Feuerwehrleute, Polizisten, THW, sondern wie sieht es mit den Behörden aus? Ich meine, Carsten Brandt, seit wann wusste man, dass diese Regenmengen auf uns zukommen? Ich kann Ihnen das, muss man mir jetzt einfach glauben, ich kann die Belege nicht da, aber wir wussten das und auch der Deutsche Wetterdienst hat entsprechend gewarnt. Mindestens seit Montag, seit Sonntagabend hat sich die Wetterlage angedeutet, also eigentlich mit großer Vorankündigung, ja. Ja, wenn es um die Frage von Solidarität geht, die gerade angesprochen ist, sollte man vielleicht noch feststellen, dass es viel, viel Hilfsangebote gab, also für die Menschen in Hagen, wir haben es gerade gehört, aus Bielefeld, für die Menschen in Rheinland-Pfalz gibt es Unterstützung aus Bayern. Markus Söder hat Hilfe zur Verfügung gestellt, die Bundeswehr hat mitgeholfen, THW und Feuerwehr sowieso und es ist Hilfe in Aussicht gestellt worden. Sowohl in Rheinland-Pfalz von Malu Dreyer als auch in Nordrhein-Westfalen von Armin Laschet. In Düsseldorf wird es morgen dazu eine Sondersitzung des Kabinettes geben. Darüber hinaus hat auch Finanzminister Scholz Hilfe zugesagt und auch die europäische Ebene, also die EU-Kommission, hat sich dahingehend geäußert. Also es gibt viele, viele Hilfszusagen in dieser schwierigen, in dieser katastrophalen Situation in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Was sind die Gründe für diese Wetterlagen, für diese Starkregenlagen auf der einen Seite,
aber auch für diese Dürrelagen und Hitzelagen in den letzten 3 Jahren. Carsten Brandt, was hat sich da geändert? Beides hängt miteinander zusammen. Die Dürre, die Trockenheit, die ständigen Hochdruckgebiete, die über Wochen hinweg an der gleichen Stelle bleiben, 2018, 2019 oder jetzt an anderen Stellen auf der Nordhalbkugel. Wir haben das in Kalifornien teilweise, wir haben das in Skandinavien gehabt. Genauso diese Tiefdrucklage, die tagelang sich nicht verändert, dieses stehende Wetter. Und ich wage jetzt schon mal die Prognose, ohne so viel CO2 in der Luft wäre das sicherlich nicht so schlimm. Aber Herr Fiedkau, man darf das jetzt nicht nur auf den Klimawandel hier schieben. Also das ist sicherlich der Auslöser. Aber auf der anderen Seite haben wir auch andere Probleme. Gehen wir in die Wälder mal hinein. Wir haben hier Bergisches Land, wir haben Eifel. Und ich möchte, dass das nicht zu kurz kommt. Wir haben ein dramatisches Waldsterben in vielen Stellen, Fichten weg. Es wegen dem Borkenkäfer musste das rausgeholt werden. Und jetzt ist es denn ein Wunder, wenn jetzt dieser Starkregen da reinfällt, dass das schneller in diese Bestände, die gerodet worden sind, natürlich in die Täler reinfällt. Schneller über die offenen Flächen geht. So ist es. Also auch da eine indirekte Folge des Klimawandels. Dann haben wir sehr viel versiegelt. Auch das Problem, wir zeigen da gerne immer auch auf andere Länder, die mit ihrer Umwelt auch nicht so gut umgehen. Aber wir haben immer noch eine zu hohe Rate von Versiegelung. Und gerade im lokalen Bereich, dann geht das Gewerbegebiet vor wieder, wo ein paar Hektar dann wieder versiegelt werden. Und jeden Tag verlieren wir in Deutschland einfach noch zu viel wertvolle Bodenfläche. Also da sind einfach Probleme, die Mosaikstück für Mosaikstückchen zusammenzufügen sind. Klimawandel, Missnutzung des Bodens, auch in der Forstwirtschaft eine Missnutzung, hat dann nur auf die Fichte, passt hier einfach nicht mehr in das Klima rein. Und all die Dinge kommen jetzt zusammen und führen dann zu historischen Problemen. Man ist ja schnell immer dabei, nach der Politik oder nach dem Staat zu rufen. Jetzt kehren wir das mal um, Herr Brandt. Was glauben Sie, was müssen wir Bürger denn anders machen und vielleicht auch anders sehen? Ich meine, die Probleme sind ja, die werden ja nicht weggehen morgen, oder? Ich denke, jeder Eigenvorsorge spielt schon eine ganz große Rolle. Ich werde immer ausgelacht, wenn ich das an 2018, 2019 sage, dass man zum Beispiel Sandsäcke zu Hause haben muss in der Garage. Jetzt versteht man das. Aber dass man wenigstens ein paar, natürlich kann man nicht eine Flutwelle von 8 Meter ab, aber manchmal ist das Wasser ja nur ein paar Zentimeter, was reinkommt, dass man sein eigenes Gebäude absichert. Rückstauklappe zum Beispiel, dass es nicht aus dem Kanal kommt. Also man kann auch viele einfache Dinge machen, die nicht unbedingt gar nicht mal so teuer sind. Informieren und Druck auf die Politik. Also es ist doch unfassbar. Handynetz, das ist doch ein Ärgernis, dass dauernd die Leitung weg ist. Nein, aber es ist doch unfassbar, dass man kein Handynetz in so einer Situation jetzt hier hat, im Ahrtal beispielsweise. Wir müssen diese Mobilfunkmasten, die müssen krisenfest sein. Da muss ein Notstrom sein. Das muss immer laufen. Also das regt mich wirklich auf. Das ist eine Situation, stellen Sie sich mal vor, jetzt im Ahrtal können Sie nicht telefonieren. Da muss man auf den Berg rauf und da kann man keinen Notruf absetzen. Sie wissen gar nicht, wo die Leute sind. Also da muss ich sagen, machen Sie Ihren örtlichen Politikern und auch bis zum Bund Druck. Das Handynetz ist kritische Infrastruktur, muss immer funktionieren. Gute Nachricht ist, dass wir keinen nennenswerten Regen. Wir kriegen ein bisschen Regen und ein paar Schauer, aber das sind keine Mengen, die jetzt dramatisch mehr sind. Das ist also die gute Nachricht. Also die Unwetterlage ist jetzt erstmal vorbei, aber der Sommer ist nicht vorbei. Das heißt, wir können nicht sagen, ob jetzt in 1, 2, 3 Wochen nicht nochmal irgendwo anders dann nochmal schwere Gewitter oder so auftreten. Bis Mitte, Ende August kann das noch gerade in diesem Sommerwettertypus, den wir haben, immer wieder der Fall sein. Also wir müssen weiter wachsam sein. Aber nochmal, zum Wochenende kommt ruhiges Wetter. Dann fließen jetzt an den großen Flüssen diese, auch in Belgien, Niederlande, darf ich nicht vergessen, dramatische Situation an den großen Flüssen dort, die Hochwasserwellen durch. Und wir müssen sehen, dass wir aufräumen relativ schnell, weil das ist hart wie Beton. Dieser ganze Schlamm im Keller, in den Tausenden von Wohnungen, das muss jetzt beseitigt werden. Und am Wochenende spielt das Wetter dafür mit, dass wir aufräumen können. Vermutlich brauchen wir auch ein ganz anderes Verhältnis auch zur Natur in den Städten, denn ich meine, Bonn zum Beispiel ist ja eine der trockensten Städte in Deutschland, da hat es jetzt quasi 48 Stunden geregnet und niemand kümmert sich eigentlich darum, außer denen, die da beruflich mit zu tun haben, das Wasser aufzufangen, oder? Genau das ist es. Wir haben einerseits ja diese extremen Trockenphasen, wo wir Wasser brauchen. Wir müssen also überlegen, da gibt es so Konzepte wie Schwammstadt, wie kann ich Wasser speichern, um es dann
zu bestimmten Zeiten, wenn ich Trockenheit habe, wieder freizusetzen, um damit auch eine Stadt zu kühlen. Das ist ja das zweite Problem. Ich muss ja dann so eine überhitzte Stadt, und es geht ja nicht nur um Bonn, sondern alle deutschen Städte überhitzen. Das lässt sich empirisch sehr gut nachweisen. 8-9 Grad höhere Nachttemperaturen in vielen Städten in Deutschland bei bestimmten Wetterlagen. Also wie verhindern wir Überhitzung? Da brauche ich Wasser für. Andererseits habe ich dann an anderen Sommern zu viel Wasser. Also Konzepte, wie ich Wasser auffange, wie ich Wasser zurückhalte, wie ich Wasser speichere und wieder freigebe, kontrolliert. Ganz, ganz wichtiges Thema. Sonst stehen wir möglicherweise in immer häufigeren Abständen hier vor solchen Dingen hier. Also da muss sich vieles ändern. Ja. Carsten Brandt war das, der Meteorologe aus Bonn bei uns im Studio, zur Erläuterung dieser katastrophalen Wetterlage mit den Folgen, die wir gesehen haben. Danke, Herr Brandt, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Bitte schön.